Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JB Performance GmbH. Wir sind jetzt in einem sehr freudigen Moment, denn wir haben ja bei LCE uns ein Audi S1 bauen lassen, wo die große Frage ist, welche Farbe dieses Auto bekommen hat. Zu diesem Zeitpunkt wissen die Farbe nämlich schon, denn das Wochenende ist vorbei und es gibt schon ganz viele Fotos im Internet. Ich habe das Auto aber noch nicht gesehen. Ich habe von diesem Auto noch gar nichts in Farbe gesehen und ich habe mich ja für einen Lack oder für einen Farbton entschieden, der sehr Porsche-lastig ist, der sehr cool ist. Dann wollte ich ja mal ursprünglich einen Grünton, dann wollte ich mal Sternrubin, wo ich auch wirklich überzeugt von war. Oh. Sternrubin. Und weißt du, was wirklich krass, krass ist? Merkst du die Wärme? Ich rieche jetzt Zimtschnecken oder so. Ich nicht. Also, das ist wirklich ein krasser Moment. Der Wagen, wir gehen mal zum Steven. Der ist da vorne im Hänger, der Wagen. Und ich habe halt noch nichts gesehen. Inklusive dem Innenraum nicht. Ich habe die Lederfarben entschieden. Das kann jetzt wieder einen Moment geben, wo ich sage, oh, das habe ich nicht gut entschieden. Vielleicht aber auch doch. Und er hat mich ganz früh mal gefragt, ob ich Fotos sehen will. Und jetzt ist er nicht da. Und jetzt ist er nicht da. Ob ich Fotos sehen will, aber wir haben auch ein bisschen gedödelt. Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte keine Bilder sehen. Also, das Auto soll wohl fertig sein, aber noch nicht ganz abgestimmt. Wir stellen ihn aber trotzdem aus, können ihn aber nicht mitnehmen nach der Messe. Nach der Messe geht er nochmal zurück zu LCE. Wollten ihn aber unbedingt halt aufstellen. Ist aber jetzt auch ein krasser Moment für mich, weil ich so ein, ja, manchmal unangenehmer Perfektionist so bin. Ich weiß nicht, wie das Auto aussieht. Wirklich nicht. Gut dabei. Also, ich finde es cool, dass wir ihn ausstellen, weil so viele Sportquattros werden da nicht stehen, glaube ich. Richtig. Aber meine Farbwahl ist... Ich merke auch gerade, ich bin gerade nervös. So. Einen auf lustig machen wird gerade schwierig. Ja, wenn die Stimmung bei dir kippt, bin ich ja noch da. Ich hab ja beim Stehen. Nee, ich schubse. Und er fährt auch. Also er kann fahren, also wir haben Motor immer mit. Wir können auch hier, glaube ich, auf dem Hof so ein bisschen hin und her fahren. Wir können sogar auf die Straße rein, durch. Wir dürfen aber keinen Vollgas. Wir dürfen keinen Vollgas geben. Aber das Überwachungsteam draußen fährt auch durch die Gegend und rote Nummern sind ja dann, das ist wirklich eine Probefahrt. Du weißt, welche Farbe. Ja, klar weißt du, welche Farbe. Ich bin ja auf den Sack gegangen, ohne Ende wegen der Farbe. Ich habe noch nie ein Auto in so vielen Farben, hat Max mir das vorher digital zusammengebaut. Wirklich, das ist das Auto, wo der Rekord ist. Aber wir können das jetzt zur Tradition machen. Letztes Jahr auf der Motorshow haben wir auch ein Auto übergeben bekommen. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Ja. Und der ging auch nochmal zurück. Ja. Stimmt, das war genau gleich. Richtig. Das war auch hier, das war da. Mhm. Auf dem Parkplatz. Ja. Stimmt. Der hat nur mehr Power. Das wäre nicht schlimm. Nö. Hallo. Da strahlt jemand. Ja, ich hab mal gerade schon gesagt. Grüß dich. Hi. Servus. Hi. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich das Auto halt wirklich, wirklich noch nicht gesehen habe. Nee, ein kleines Bildchen mal so, ne? Ja, um die Farbton, aber halt nicht das Auto, nee. Nichts dran und Innenraum schon gar nicht. Also ich bin sehr gespannt. Oh, wenn der Innenraum war das Grinsen nicht gut. Doch, also was sagst du denn? Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht. Man hat das so gesehen, wie das Ganze so wächst. Oh, und dann hast du Kotflügel dran, dann hast du Interieur. Und dann stand ich erstmal so da, okay. Oh. Ich muss jetzt, aber ganz kurz, ich muss immer übersetzen. Ja? Das ist ja der Mensch, wo ich es gekauft habe. Er darf ja mit dem Kunden nie so ganz echt reden. Wenn es so schon rauskommt, sagt mein Bauchgefühl mir, okay, gut, nee, er bleibt da, das vielleicht lackieren wir auch nochmal um. Ist Geschmackssache. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns in der Firma, ich will mich da nicht rausholen oder so, aber da bin ich immer so ein bisschen der kreative Kopf. Ja. Und ganz ehrlich, ich musste dann sagen, nie im Leben hätte ich diese Kreativität gehabt. Ich hätte nie diesen Schritt gewagt. Das ist immer noch nicht gut. Aber am Ende des Tages muss ich einfach sagen, wirklich ohne da jetzt schleimen zu wollen, ist auf den Punkt. Ist wirklich geil geworden. So wie das Auto gewachsen ist. Du auch? Am Ende des Tages, weißt du, was es ausgemacht hat? Die Räder für mich nachher. Einfach das komplette Auto zu sehen. Das Auto steht auf den Rädern da. Jetzt sagst du, Alman auch? Oder sagst du? Ja, für mich war es... Oh, okay, das ist schon echter. Als der fertig war, habe ich gesagt, boah, geil. Also die Wachstumsphase... Nee, ist nicht schlimm, wenn nicht gut. Weil es ist schon gewagt. Nein, es ist gewagt, aber ich sag mal so, das war... Oh Gott, mir ist echt schlecht. Nein, das Endprodukt ist definitiv richtig geil geworden. Während der Bauphase habe ich einfach nicht das Vorstellungsvermögen gehabt, um zu sagen, jawohl, ja. Wie wird es jetzt? Das Vorstellung, so, genau. Also es hat mir einfach gefehlt dazu. Ja, das war's. Und ich habe auch überlegt, jetzt gerade so die Specials, was wir in den Sitzen ja drin haben, habe ich mir überlegt, müssen die sein? Ja, ne? Würde es besser aussehen ohne? Und da bin ich mir relativ sicher. Ja, eben, genau. Und jetzt muss ich auch sagen, ich habe es mir dann vorgestellt, wo sie jetzt drin waren, die Sitze, und alles fertig war, habe ich gesagt, passt. Ohne wäre zu lahm. Ohne
Ich top immer so, dass ich sage. Aber jetzt gerade, dafür, dass ich wirklich nichts gesehen habe, eure Meinung so höre, in meinem Kopf das Auto immer nur in der Fantasie zusammengebaut habe und das steht da drin, finde ich es gerade wirklich geil. Also ich freue mich gerade, gerade ist wirklich geil. Ja. Der fährt auch, ne? Der fährt auch, genau. Wir haben jetzt eben, der Gabriel kann es ja erzählen, also wir haben 25 Kilometer circa auf Prüfstand gehabt, eben mit Einrollen und so weiter. Wir hatten ein kleines Thema, da hat der Kabelbaumbauer leider zwei Käbelchen vertauscht, deswegen hatten wir mit der Lambda-Regelung Problem und das haben wir jetzt hingekriegt. Wie gesagt, das ist jetzt wenig Sprit drin, man sollte gleich tanken und dann halt wirklich sachte. Wir haben im Prüfstandsraum ein bisschen andere Temperaturen gehabt als hier draußen. Ach, also, ja. Nein, aber nichtsdestotrotz kann man jetzt mal eine Runde drehen. Okay, gut, dann bitte, dann hol mal raus. So. Bin ich aber gespannt auf deinen Gesichtsausdruck. Nee, ganz ehrlich, ein bisschen, nicht so schnell. Ein bisschen würde ich auch gerne wegrennen einfach. Ja. Und es reicht für mich jetzt hier schon und in meinem Kopf ist es gut. Ich hab, ne? Dann gehen wir wieder. Du überweist die Kohle und wir gehen wieder. Kohle ist schon überwiesen. Ja, guck. Ja, ne? Müssen wir noch ein bisschen zelebrieren. So ein bisschen zelebrieren. Wie sollen wir es machen? Komm, nee, wir nehmen eine Reaktion mit und dann machen wir Porn, ne? Weil ich glaube, das kann nämlich jetzt echt in die Hose gehen. Okay, los geht's. Okay. Boah, ich drehe mich andersrum erstmal. Du sagst Bescheid, ja? Also auf den ersten Blick ist es kein Reinfall. Sagen wir es mal so. Kann ich? Wenn du willst, kannst du. Oh. Ah, doch. Nee, doch. Hol mal raus. Nee, doch, bin ich dabei. Ich hatte ein bisschen die Sorge, dass die Farbe etwas zu modern ist. Mhm. Oder zu laut ist, aber dadurch, dass sie diesen Schlier drauf hat, wirkt es fast älter als die Zeit, wo diese Autos und Farben waren. Also ich bin dabei. Aber es ist halt wirklich fürs Auge, es ist halt neu, ne? Und jetzt kommt der Innenraum noch. Und der Innenraum, das wird dann auch nochmal. Doch? Ich finde es richtig gut. Also vorne, doch? Das, was ich vorne sehe, gefällt mir richtig gut. Ja, doch, ich bin dabei. Und vor allen Dingen auch die Aggressivität. Weil wir motormäßig sind ja jetzt in der hohen Stufe. Ja. Das heißt, wir werden Leistung haben. Mit der 102 Oktan werden wir versuchen, die 600 zu kratzen auf jeden Fall. Das heißt, wir haben 600 Pesen, haben ein Auto, was soundmäßig ist. Es ist ja wirklich eines der aggressivsten, krassesten Autos, die man so fahren kann. Es ist ja wirklich, wirklich ein Monster. Krass, ne? Noch nicht. Oh, ich habe Türtafel schon gesehen. Ich wollte sagen. Und dann diese sehr weiche Farbe. Oder nicht weich, weich ist sie auch nicht. Die ist diese sehr besondere Farbe. Mit der Aggressivität in Verbindung finde ich ganz geil. Doch, ich rede es mir auch gerade nicht schön. Also ich bin happy. Nee, also brauchst du auch nicht schön. Wir haben ja noch einen kleinen Special, oder? Ja. Haben wir? Das hat der Gabriel extra für dich gemacht. Genau. Aber nichts mit Logo, ne? Das ist was Kleines, das kann man auch schnell umlackieren. Auch, ja, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Es war nur so ein kleines Special. Okay. Das Kleine ist zum Auspacken. Ah, okay. Oh. Genau, da haben wir jetzt erstmal probiert. Carbon-Schlüssel, aber auch Forged-Carbon, ne? Ja. Das ist auch der Schlüssel dafür? Ja, genau. Aber du fährst raus. Jawohl. Genau, da haben wir jetzt eben auch noch einen Chip drin. Das heißt, du kannst ihn ans Handy halten und dann hast du alle Informationen zum Auto, was für ein Öl reinkommt und so weiter und dein so fort. Dein Ernst? Ja. Was ist der LCE, was denn hier los, doch? Und alte Optik, ne? Das war ja so ein bisschen wichtig, das war die Form. Das ist schon NFC-Performance. Ja, genau. Ich bin happy. Nee. Doch, NFTs sind diese Bilder. Nee, NFC, ha? Mann. NFC. Oh, NFC. Also, man kann jetzt denken auf der Kamera, ich guck mal eben durch, dass das grau ist. Das ist aber kein graues Alcantara, sondern es ist ein ganz, ganz helles Blau. Ja. Und, Ateca.
schon eine Erscheinung. Erst also so, das, was du gerade meinst, das fühle ich gerade auch. Das Auto ist auf den ersten Blick, auf den ersten, ich freue mich. Das ist halt wirklich toll, das ist meiner. Dann haben wir alles richtig gemacht, so muss es sein, ja? Danke sehr. Ja, gerne. Weil das Auto musst du kurz wirken lassen, weil dein Auge hat diese Farbe nicht mit dem Modell geparkt. In keinster Weise, bei keinem. Das hat man noch nie so gesehen. Aber ich merke, wenn jetzt gerade so läuft und stehst du drumherum und du länger du das siehst, akzeptieren ist das falsche Wort. Also bei mir sagt es gerade innen drin so, weißt du was, das ist ganz anders, vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, aber ist auf gar keinen Fall falsch. Nee, falsch ist nicht. Ich bin immer so ein Kontrasttyp. Wenn ich jetzt dunkles Leder habe, dann versuche ich immer irgendwie eine rote Kontrastnaht oder irgendwas. Nee, da war ich total verunsichert, so wie das Ton in Ton ist. Und es ist einfach stimmig. Ist geil. Ist auch wirklich toll lackiert. Ja. Sieht wirklich danke. Toll aus. Komm, hau auf. Mal gucken. Ja, da bin ich auch gespannt. Da haben wir auch ein kleines Special. Ne, aber guck mal, wir mieten. Ne, mit dem schwarzen Recaro-Logo da so drin. Dann das Lenkrad komplett gezogen. Das ist geil für mich zu sehen, dass du alles per WhatsApp entscheidest und wirklich kein Bild gesehen hast und dann stehst du dann davor, dann, das ist schon gerade ein Step. Weil, wo wir bei APK waren, da waren wir sehr viel dabei. Und das ist wirklich, das ist schon eine Nummer, ja. Den Auspuff haben wir halt wieder umgebaut. Guck mal, sein Blick auch. Den ersten Auspuff haben wir wieder umgebaut, ne? Wo ich das jetzt machen wir mal eben rein. Der erste Auspuff war ein bisschen, der war unser Style so für Amerika mehr. Dunkle Thermoisolierung und versucht die Bauteile, die dunkel gehen, auch dunkel zu machen. Auch das hier. Weißt du, was schön ist? Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen ausliefer, wie wenn es mein eigener ist. Ja, ich glaube nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, eine Sache würde ich noch ändern. Ja. Ich glaube, wir machen das schwarz. Ja. Ne? Gerne. Boah. Brauchen einen Moment, aber dann. Noch einmal den Haufen zu. Das ist total cool. Also ich muss mich auch nicht dran gewöhnen. Ich finde es richtig. Es ist einfach total cool. Es ist voll gegen den Strom. Eins habe ich noch, wenn wir jetzt davor stehen. Ja. Hinten schwarz, alles stimmig. Was ich mega geil finde, mich auch nie getraut hätte, orange Blinker rein. Voll! Ne? Voll! Es gibt voll. Auch nochmal so ein bisschen Akzent rein einfach. Hat der unten so Gitter drin oder war der unten ohne Gitter? Wir haben bis dato immer alle ohne Gitter ausgeliefert, die meisten fahren auch ohne, aber wir sind gerade dabei, eben wie die Stoßstangengitter eben in der Mitte auch unten welche machen zu lassen. Ja, ne? Die sind relativ komplex, weil die sind eben länglich, die haben solche Lamellen drin und sind nicht so quadratisch eben wie die oben, genau. Die machen wir jetzt gerade, bisher war es immer das Thema, dass die von den Zulieferern einfach wellig geworden sind und das sieht dann besser aus und deswegen hatten wir sie jetzt weggelassen noch. Ja. Aber bis wir dann final fertig sind, nach der Einfahrphase und dann voller Boost, dann werden wir da auch mit Sicherheit welche haben. Ah, 600 wäre schon wirklich toll. Geben wir alles dafür. Ja. Okay, ich würde sagen, wir steigen mal ein, Flo, oder? Gerne. Wir gucken mal, wir rollen einfach mal ein paar Meter. Wie viel Drehzahl da war denn so? Oder wie viel, also einfach kein... Wenn ich ein bisschen die Gegend rolle, ne? Ja. Wie viel Drehzahl da war denn? Oder einfach kein also Drittellast, Volllast? 3,5-4 kannst du schon. 3,5-4? Ja. Okay, cool. Dann, wir fahren einfach mal, ne? Dann machen wir rote Nummern dran und rollen mal. Los geht's. Kupplung ist schön. Ob wir uns da vorbei mogeln können. Wir haben auch ein ansamer Turmbrett, ne? Ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute sagen so, ey Jean-Pierre, nee du, das ist es nicht, ne? Ich kann auch verstehen Leute, die sagen, ey, das ist voll. Läuft schön der Motor. Wir haben halt einen mechanischen Trieb jetzt. Somit können wir sehr, sehr hoch drehen. Natürlich jetzt nicht, weil es nicht abgestimmt ist, aber nachher wirklich, wirklich hoch. Also das wird eine richtige Wildsau, ne? Das finde ich so geil, dass es eine Wildsau ist. Aber halt optisch gar nicht. Und dann guck mal das Schild. Handcrafted bei LCE Performance Nummer 69 mit Fahrgestellnummer und darunter die Herren
denke ich mal dran gearbeitet habe. Boah, Alter. Das hört sich an wie so ein Jet. Voll. Was ist dieses Pfeifen? Ja, ich glaube, das ist das offenstehende Spurfeld hier kurz. Aber das ist jetzt halt nur, wir dürfen nur ein bisschen rollen, ne? Also dürfen jetzt hier nichts machen. Wie ist das? Konnte man sich aussuchen, was für ein Fahrwerk hier drin ist? Bestimmt, aber das KW ist halt das Standardmäßige, was glaube ich so gut fand. Das doch, wäre auch meine Wahl gewesen. Also. Aber das fährt jetzt schon sehr racy, finde ich. Das kommt dir so vor aufgrund des Radstandes. Das Fahrwerk ist eigentlich super smooth, weil wir haben ja die Räder ganz nah beieinander. Das fühlt ja so wie Auto. Ich muss sogar zugeben, dass zwischen den Autos, die ich Probe gefahren bin, und dem jetzt hier nochmal ein großer Unterschied ist. Von der Qualität der Teile. Hörst du den Blinker? Oder betätige den mal. Ne? Der ist so. Das ist wie ein Ganghebel beim Motorrad. Ja, der ist auch besser als neu. Oh, das Blaupunkt an. Und ich habe endlich mal. Geht das auch an? Das ist Kollege, ne? Boah, ich wünschte, wir könnten den einmal richtig zitschern lassen jetzt. Boah, hier. Ja. Deko, ne? Ja, natürlich. Das ist ja genau das Stück, was fehlt. Die Zähne sind wie bei einem 993 oder sowas. Okay, welches Lebewesen soll denn das? Ich wüsste jetzt was, das darf ich aber nicht sagen. Das ist krass. Und das ist böse. Toll. Also, ich finde der Feder total toll. Der klappert nichts, wackelt nichts. Der ist total solide und stabil so. Innenraum, das ist ein komplett neues Erlebnis. Die Innenraumfarbe ist geil, die Außenfarbe ist wirklich krass was anderes. Einfach wirklich eine Nummer. Es gibt wenig Autos, die du hast, wo ich sage, da würde ich mich auch drin sehen. Hier drin? Hier ist einer. Ja, hier und M2. Ja, finde ich. Ich meine, im Subaru natürlich auch. Und dann gibt es noch einen anderen. Musst du das erwähnen? Ich musste gestern, schweren Herzens, ich musste gestern ein anderes weißes Auto nach hinten fahren. Ich muss leider sagen, das fährt echt gut. Ah, ja. I know. Ist krass, ne? Oder? Da würde ich mich auch drin sehen mittlerweile. Ich dich auch? Ja. Boah, Leute, wenn ihr das hört, das ist ja... Ich kann nichts dafür. Da drehen sich alle im Grab um. Alle im Grab. Das ist das erste Video vom neuen Jahr. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, natürlich hast du was damit zu tun. Nee. Okay, also, wir haben einen Sportquattro in einer verdammt coolen Farbe und wirklich mal mutig und wirklich mal anders. Und wir können leider noch nicht das machen lassen, wofür dieses Auto eigentlich wirklich gemacht ist. Weil dieses Auto ist ja wirklich volles Ballett, einfach nur Zerstörung. Dafür ist es gemacht. Einfach spielen, wild durchdrehen. Und das werden wir auch alles tun, obwohl er so ein Babyboy ist. Babyboy. Blau Babyboy. Das ist Babyboy, nicht? Bin noch nicht überzeugt. Vielleicht muss der Name wachsen bei mir. Babyboy. Aber ich glaube, weil die Dinger sind halt echt verteufelt schnell, ne? Also. Oh, das ist aber noch schön. Warten Sie bitte, warten Sie. Ja, danke, danke. Warten Sie. Oh, mit Fenster auf kommt immer doppelt so viel rein. Ich finde es übel gut, wirklich. Auch geil mit der Vertiefung hier, wenn du schaltest. Und meine Devise von Ton in Ton und keine Akzentnate, die. Da bin ich ja schon sehr treu. Das Fahrerlebnis mit dem Licht, wenn es reinkommt, in den Farben, ist wirklich alles einfach neu. Alles ist einfach anders. Aber es ist auf gar keinen Fall falsch. Es ist wirklich geil. Ja. Es ist wirklich, wirklich geil. Finde ich auch. Ich würde sagen, wir sagen jetzt hier Tschüss.
Vielen, vielen Dank. Wir buxieren ihn auf den Stand. Okay. Die Leute können ihn angucken und dann könnt ihr ihn dann, ihr holt ihn auch wieder ab, ne? Genau. Hier aber auch auf der Messe, ja, ne? Ja, wir holen ihn dann wieder ab. Ja. Also nicht bei uns, sondern hier. Wie ihr wollt, was euch lieber ist. Hier ist besser. Okay. Wir sind wirklich die Voll. Trailer Boys hier. Ach so, Messe, okay, ja. Ja, ja. Okay, cool. Danke sehr. Wir zeigen hier jetzt mal im Detail und dann sprechen wir morgen. Tschüss.